Audio-Post. Geklickt. Gehört. Die Generationen an Mobilfunknetzen liegen immer enger zusammen. Ich weiß noch, wie toll ich es fand, nach 3G mit 4G unterwegs zu sein. Aber das ist jetzt wohl alles ein alter Hut, denn überall wird eifrig 5G installiert, werden Antennen an Gebäuden oder auf Dächern untergebracht. Das alles fühlt sich so an, als wäre eine flächendeckende Versorgung wirklich bald in Sicht. Die soll nicht nur Unternehmen helfen, sondern auch privat meine Sicherheit und meinen Komfort erhöhen. Das lese und höre ich jedenfalls. Da ist die Rede von Echtzeitkommunikation, also Streams, die praktisch zeitgleich übertragen werden und nicht mehr eine halbe Minute hinterherzockeln. Es geht um ganz viele tolle Smart-Home-Möglichkeiten. Ich frage mich allerdings, ob 5G jetzt schon was für mich ist und auch, ob es wirklich sicher ist. Antworten darauf hat unser IT-Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Und eine Frage, die wirklich viele beschäftigt, ist, ob die 5G-Technologie sicher ist. Zu Beginn war das Thema tatsächlich nebensächlich. Es sind ja getrennte Netzwerke, da kommt kein Hacker ran, war die typische Aussage. Inzwischen weiß man aber, dass diese Überlegung falsch war. Darum gehörte die IT-Sicherheit von Beginn weg dazu. Ja, 5G kennt unter anderem zum Beispiel die Verschlüsselung. Unser Experte weiß, welchen Vorteil sie wirklich für mich privat hat. Von der erwähnten Sicherheit bekomme ich eigentlich nur am Rande etwas mit. Für mich privat ist vor allem die schnellere Geschwindigkeit sicht- und spürbar. Zum Beispiel beim Anschauen von Videos oder Filmen. In der Schweiz haben sich die Menschen gegen 5G-Antennen in Kirchtürmen gewehrt. Kann man das verstehen? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Alles Unbekannte löst Ängste aus. Bei 5G werden zukünftig neue Frequenzen genutzt und hier ist noch nicht bekannt, welchen Einfluss dies auf uns Menschen hat. Ist das alte Handy jetzt reif für die Tonne und muss ich mir schon ein 5G-taugliches Smartphone anschaffen? Auch darauf hat Andreas Wiesler die Antwort. Alle neueren Handys unterstützen heute 5G und bereits die neuen Frequenzen, auch wenn diese gar noch nicht da sind. Da sind eher die Betreiber noch nicht ganz so weit, aber nach und nach wird das ganze Netz ausgebaut. Und unser Experte hat auch eine Einschätzung dazu, ob jetzt erstmal Ende ist. Ja, 5G ist bereits in der Vorbereitung. Gerade bei der Echtzeitkommunikation, zum Beispiel für selbstfahrende Fahrzeuge, ist das sehr wichtig. Unerwartet war es nicht möglich, diese Zeitverzögerung auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Audio Post. Geklickt. Gehört.